Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. DJI hat es wieder getan. Sie haben eine neue Action-Cam auf den Markt gebracht. Die neue Osmo Action 5 Pro. Wow, was für eine Revolution. Also, fangen wir mal mit den Fakten an. Der Sensor ist gleich groß geblieben, aber DJI hat es irgendwie geschafft, 40 Megapixel da rein zu pressen. Jetzt könnte man natürlich denken, mehr Megapixel gleich bessere Bildqualität, oder? Nein. Eigentlich bedeutet das ja weniger Licht pro Pixel. Also schlechter bei Dunkelheit. Aber halt, DJI sagt, wir haben doch den Super Night Mode. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie, du bist zwar fast blind, aber keine Sorge, hier hast du eine Taschenlampe. Und natürlich, wer liebt es nicht, die verbesserte Dynamic Range. Man will ja schließlich alles sehen. Die Lichter, keine Schatten und alles dazwischen. Denn hey, Kontraste sind doch sowas von 2020, oder? Aber das Beste kommt ja noch. 40 Megapixel. Da fragt man sich wirklich, warum? Will ich wirklich 40 Megapixel in meiner Actionkamera? Oder würde es reichen, wenn ich einfach scharfe, flüssige Aufnahmen hätte? Stell dir vor, die Kamera hätte nur 20 Megapixel. Dann hätte sie vielleicht auch bessere Framerates. Richtig gehört, DJI. Weniger ist manchmal mehr. Kommen wir zum Display. Neu. Ein OLED-Display. Und da denken wir uns, na und? Ein OLED-Display bei praller Sonne. Genial. Wie jeder von uns weiß, sehen OLEDs bei direkter Sonnenanstrahlung super aus. Ach nein, tun sie nicht. Aber DJI hat das Display heller gemacht. Gut gemacht. Leute, wenigstens das. Es ist, als hätte man ein Ferrari und dann merkt man, dass die Klimaanlage auch funktioniert. Cool, dann gibt es da noch die Motivverfolgung. Großartig, oder? Die Kamera zoomt rein und hält dich immer in der Mitte. Aber, und hier kommt der Clou, nur in 2,7K. Heißt, entweder sieht das Bild super aus oder du bist immer mittendrin. Und zuletzt, der neue Weißabgleichssensor. Ah ja, der sorgt dafür, dass deine Aufnahmen, wie soll ich sagen, zu cool aussehen. Das Bild hat manchmal den Charme eines Kühlschranks. Viele mögen wärmere Farben, aber DJI dachte sich wohl, nö, wir bleiben lieber beim Eiszeit-Look. Schön, oder? Und denken Sie daran, je teurer die Kamera, desto interessanter Ihr Leben. Oder war es andersherum? Ach egal, Hauptsache Sie kaufen. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Halt, stopp, bitte noch nicht abschalten. Jetzt kommt nämlich nochmal meine ehrliche Meinung. Ja, die DJI Osmo Action 5 Pro. Ja, jetzt haben Sie das Pro dran gehängt. Das macht Sie dann jetzt auch direkt 50 Euro teurer. Eine weitere Sache, die jetzt hier als positiv angesprochen wird, ist der 40 Megapixel Sensor. Also ich verstehe hier wirklich nicht, wieso man in einer Actionkamera 40 Megapixel einbaut. Mal ehrlich. Ich will einfach nur super Zeitlupenaufnahmen haben mit guter Dynamic Range und da sind 40 Megapixel so gar nicht hilfreich. Und einige YouTuber haben jetzt auch schon herausgefunden, dass dieser 40 Megapixel Sensor noch nicht mal diese 40 Megapixel richtig liefern kann, da nämlich irgendwie alles so ein bisschen, soll ich sagen, unscharf ist. Also auch vollkommen umsonst. Das, was man hier jetzt noch positiv an dieser Kamera erwähnen kann, ist, dass sie eine bessere Akkulaufzeit hat. Sie kann jetzt 240 Minuten aufnehmen statt vorher 160 Minuten. Diese Angaben sind übrigens in Full HD mit 25 FPS. Supi, das ist jetzt auch mal etwas Gutes. Aber dann wundert man sich dann wieder über solche Neuerungen wie jetzt ein OLED-Display. Ja. Ich glaube, das stört kein Mensch. Ich will einfach nur ein helleres Display haben, damit ich es besser in der Sonne ablesen kann. Und um jetzt nochmal zurück zu dem Sensor zu kommen. Ja, DJI nutzt jetzt auch wenigstens diese 40 Megapixel einigermaßen effektiv. Die kann jetzt nämlich mit diesen 40 Megapixeln reinkroppen und dann sozusagen diese Objektverfolgung halt nur mal dann machen. Finde ich dann aber auch wieder komisch, dass das dann nur in 4K möglich ist. 4K ist wie gesagt eine 12 Megapixel Auflösung. Und wenn man dann 40 Megapixel hat und dann noch reinkroppt, sollte man wenigstens eher 4K haben und nicht nur 2,7K. Und zum Schluss hatte ich noch einmal den Weißabgleichssensor erwähnt. Ja, da habe ich gesagt, ja, das sind im Vergleich zur GoPro immer kühlere Farben gewesen. Sonst sage ich ja immer, dass ich kühlere Farben oder insgesamt halt naturgetreuere Farben besser finde. Wenn diese Wand jetzt hier leicht gelblich wäre, fände ich das gar nicht gut. Also ich mag lieber etwas kühlere Farben. Aber bei der DJI Osmo Action 5 Pro sah das halt eher eben nicht so brillant aus. Die GoPro hatte hier immer so einen glänzenden Look. Auch die HDR-Inhalte bei der GoPro sahen immer noch mal so ein bisschen poppiger aus. Die Frage ist jetzt aber nun, ob ihr euch diese Kamera kaufen solltet oder noch besser, ob ihr von der DJI Action 4
jetzt zu der 5 Pro upgraden solltet. Ganz klar, nein, ihr solltet nicht upgraden. Vor allem nicht von der Action 4, die war super auch. Also wie gesagt, habt ihr jetzt auch keine neuen Framerates. Es ist immer noch Slow-Mo bei 4K 120fps. Das ist nicht neu geworden. Also dann vielleicht von einer noch älteren Generation, das würde sich lohnen. Aber das war es dann auch. Sonst, wasserdicht war die Action 4 auch schon. Jetzt haben sie nur 2 Meter ohne Hülle noch hinzugetan. Das war es jetzt aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.